Hallo Zürich, hallo Millers. Ich bin's, Onkel Andi. Ich bin unterwegs, ich bin auf der Autobahn. Ich fahre selber und mache gerade sogar noch diesen Film. Auch alles gleichzeitig. Aber ihr müsst keine Angst haben. Ich habe so ein super tolles Auto, das fährt von ganz allein. Und mit diesem Auto komme ich dann auch zu euch in die Schweiz. Und ich sage euch wahrlich, ich komme gern zu euch, denn ich liebe die Schweiz. Denn die Schweiz hat das, ihr habt das schönste Geld. Ich liebe Schweizer Franken, aber im Rahmen dieser ganzen Steuerscheiße bekomme ich kein Bargeld mehr. Auch ich habe früher immer Bargeld genommen und das habe ich dann zu Hause aufbewahrt. Zunächst habe ich es immer unter die Matratze gelegt und eine Zeit lang war ich in der Schweiz so erfolgreich, dann musste ich mir ein Hochbett bauen. Und jetzt ist es eben halt so, dass die Gage praktisch überwiesen wird in Euro und ich dann in Deutschland das Geld wieder umtausche in Schweizer Franken, was natürlich ein Verlustgeschäft ist, aber ich mache es gern. Ich liebe zum Beispiel die Schweizer Berge, ich liebe Bündnerfleisch und ich liebe Olmer Bratwurst und Servelat. Ich bin ein Mann der ersten Stunde auf dem Bellevue gewesen in Zürich. Damals, als ich zum ersten Mal da war, ich habe gearbeitet im Neumarkttheater, wo jetzt diese unglaublich süße Hazel Brugger aber auch wieder aufhört, was auch schade ist. Dann sind wir immer runtergegangen an den Bellevue und da kostete damals die Servelat, ich glaube, 2,50 Franken und die Kalbsbratwurst 3 Franken. Ich glaube, jetzt liegt sie bei 8 Franken. Das ist nicht ganz so günstig, aber ich mag es gern. Ich kenne die Schweiz und ich liebe Betty Bossi, habe ich das schon gesagt. Jedes Mal, wenn ich in der Schweiz bin, gehe ich in den Coop und dann kaufe ich Fertiggerichte von Betty Bossi und ich kann sogar den Zitronenkuchen, muss man gerade schauen, genau beim Autofahren ab und zu auch mal schauen, den Zitronenkuchen von Betty Bossi, den backe ich selbst. Also, ich glaube, viel mehr muss ich euch nicht sagen. Ich freue mich auf euch, auf ein Wiedersehen in Millers Studio und ich hoffe, dass ihr zahlreich erscheint und ihr könnt mir auch Geschenke mitbringen. Ciao!